Hallo zusammen. Wieder ein Video unserer Reihe Interviews von Politikern mit Politikern. Eine Diskussionsrunde haben wir auch gemacht mit den drogenpolitischen Sprechern und Sprecherinnen von Grünen, Linken, FDP und SPD. Jetzt alle nochmal einzeln. Heute begrüße ich hier den drogenpolitischen Sprecher der FDP-Fraktion, Wieland Schinnenburg. Herr Schinnenburg, ich hatte ein besonderes Problem vor diesem Interview. Ich wusste nicht so recht, was sagen Sie, ist die FDP gelb oder magenta? Wir sind gelb, blau und magenta. Okay, weil ich versuche mich immer hemdmäßig einzustellen und das Hemd hier ist am gelbsten von denen, die ich im Schrank habe. Von daher ist das geworden. Also ich bin schlecht vorbereitet, ich habe keine. Es gibt eine Magenta-Krabatte, die sieht aber ehrlich gesagt blöd aus. Okay. Haben Sie denn gelbes Hemd? Ich hatte früher, als ich noch in der Bürgerschaftsabgeordnete war, hatte ich 6 oder 7 gelbe Krawatten. Ja. Nur, ich habe immer gelbe Krawatten getragen. Das wurde auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber Herrn Tosich Genscher hatte ja einen gelben Pullover. Und gesagt, okay, dann mache ich gelbe Krawatte. Okay, na dann. Ich habe gesehen, Sie haben hinter sich den Beruf als Rechtsanwalt und Zahnarzt und haben die auch beide gleichzeitig ausgeübt. Ja? Haben Sie dann beim Bohren die Leute beraten oder sind Sie Praxen hin und her gelaufen? Oder merkwürdiges Konzept, ja? Wie kommen Sie dazu? Also Anwalt war immer schon damals vor Corona schon Homeoffice, habe ich von zu Hause betrieben, während Zahnarztpraxis Homeoffice ist ein bisschen schwierig. Man muss doch den Menschen mit dem kaputten Zahn schon da haben. Also ich habe die Zahnarztpraxis in Präsenz gemacht, so würden wir heute sagen, und die Anwaltskanzlei im Homeoffice. Okay, naja, auf jeden Fall kann es dann ruhig mal in einer Branche kriseln. Ne? Und dann Bundestag. Sie sind jetzt eine Legislaturperiode drin gewesen, 2017 reingekommen. Wir zeigen hier auch immer gerne so die Menschen dahinter, weil viele Leute da draußen ja immer denken, so die Partei und die Politiker, die wollen ja alle nur das Gleiche, sich die Taschen voll machen und so weiter. Warum wollten Sie in den Bundestag? Also es war ein bisschen Zufall. Ich war Abgeordneter der Hamburger Bürgerschaft, auch schon für Drogen übrigens zuständig, nicht nur dafür, aber auch dafür. Und dann habe ich auf Platz 2 unserer Landesliste der FDP in Hamburg kandidiert. Das war völlig aussichtslos, weil als die Liste aufgestellt wurde, waren wir bei 6% oder so ähnlich und damit kann man gerade einen schicken als Partei. Ich habe es eigentlich nur gemacht, um auf den Podiumsdiskussionen dann auch Katja Suding, die unsere Nummer 1 war, zu vertreten. Und dann haben wir vor der letzten Bundestagswahl in den letzten Wochen dermaßen zugelegt und deshalb reicht es für ein zweites Mandat. Ich habe es erst nachts um 3 stand es fest, dass ich gewählt wurde. Also ich war also gerade gar nicht angenommen, dass ich da reingewählt wurde. Und als ich dann gewählt wurde, direkt am nächsten Morgen, musste ich mit Katja zusammen den ersten Zug nach Berlin nehmen, weil um 11 war schon konstituierende Fraktionssitzung. Ich weiß noch, wie ich da an dem Zug saß und darüber nachdachte, nimmst du das Mandat jetzt an, ja oder nein? Denn in Hamburg spiele ich bei der FDP eine sehr führende Rolle, während hier bin ich im Maschinenraum, ne? Also der Fraktion, was auch völlig in Ordnung ist. Das war mir damals auch schon klar. Ich habe gesagt, nee, okay, du bist, seit du 9 Jahre alt bist, liest du jeden Tag die Zeitung, beschäftigst dich mit Politik. Und dann ist es natürlich eine ganz, ganz große Ehre, im höchsten deutschen Parlament sitzen zu dürfen. Und die Ehre bis heute. Also bis heute habe ich so ein leichtes Ehrgefühl, wenn ich morgens in mein Büro komme. Ich darf jetzt hier im höchsten deutschen Parlament arbeiten und das Volk vertreten, finde ich immer noch eine ganz, ganz tolle Sache. Gut, okay, also Sie wollten gar nicht unbedingt rein sozusagen, wie vielleicht manche anderen. Mhm. Jetzt sind Sie aber auch gleich schon wieder raus, also eine Legislaturperiode, 4 Jahre drin gewesen, nicht mehr auf der Landesliste drauf, Direktmandat, Direktkandidat in Ihrem Wahlkreis. Wo genau war das? Hamburg-Wandsbek. Hamburg-Wandsbek. Aber auch keine wirklich jetzt großen Aussichten, die Mehrheit zu kriegen und wieder in den Bundestag zu kommen. Sie müssen sich darauf einstellen, jetzt im Prinzip wieder was anderes zu machen. Was haben Sie da für Pläne? Also ich bin die ganze Zeit weiter als Anwalt tätig gewesen. Als Fachanwalt für Medizinrecht bin ich seit Jahren tätig, das mache ich auch weiter. Ich habe jetzt die letzten Jahre mich nicht groß um Mandate gekümmert. Das ändert sich jetzt gerade. Ich mache jetzt wieder ein bisschen Werbung für mich. Es sind auch schon ein paar Mandate wieder reingekommen, als ich als Anwalt tätig sein. Werde auch die Politik nicht ganz ad acta legen. Ich rücke lustigerweise nach reiner Zufall ab Oktober in die Bezirksversammlung Hamburg-Nord. Also ich werde das nochmal zum Schluss meiner politischen Karriere nochmal Kommunalpolitik. Ich war Landespolitiker, jetzt Bundespolitiker, dann werde ich nochmal Bezirkspolitiker sein. Finde ich sehr spannend, weil dort ist ein Grüner, der Herr Werner Bölz, Bezirksamtsleiter, und das ist der, der die Diskussion aufgebracht hat mit den Einfamilienhäusern. Und da ich da eine ganz andere Meinung vertrete als er, freue ich mich auf die Diskussion mit ihm. Also es wird ab Oktober einen netten Tanz in der dortigen Bezirksversammlung geben. Super Timing auf jeden Fall. Wenn Sie jetzt so zurückblicken auf die Zeit im Bundestag, ist ja doch ein interessanter Lebensabschnitt, so da mal reinzugucken und so.
Wie würden Sie es ganz allgemein bewerten da? Was war das für eine Erfahrung da im Raumschiff Berlin? Ja, der Fo ist richtig. Also die Politik in Berlin ist tatsächlich ein Raumschiff. Es wird immer gesagt, die arbeiten wenig, das stimmt nicht. Also ich habe oft genug 15-Stunden-Tage gehabt, gerade durch Corona. Ich war ja nicht nur für Drogen zuständig, sondern auch für Corona, den ganzen Gesundheitsausschuss. Das war sehr, sehr arbeitsam, aber extrem spannend. Ich habe unglaublich viel noch dazugelernt, obwohl ich schon endlos viele Jahre Gesundheitspolitik mache, habe noch unheimlich viel nochmal dazugelernt in vielen anderen Bereichen. Eine große Ehre, hat sehr viel Spaß gemacht, macht auch noch Spaß, geht ja noch bis Oktober. Und habe, glaube ich, auch ein kleines bisschen bewegt, ein kleiner Schritt bei Cannabis, auch bei anderen Themen. Und bin sehr froh, dass ich es mal gemacht habe und habe auch netterweise Berlin kennengelernt. Ich war sonst zweimal im Jahr vielleicht in Berlin, jetzt war ich ja ständig da. Ich werde öfters mal nach Berlin auch wiederkommen. Habe zum Glück einige Freunde außerhalb der Politik, also außerhalb des Raumschiffes kennengelernt. Ich hoffe, die Verbindung bleibt auch. Okay, jetzt hätte ich noch gefragt gehabt, ob Sie damit gerechnet haben, Drogenpolitischer Sprecher gleich zu werden. Aber wenn Sie vorher schon waren, ja, ist ja der vielleicht nicht ganz so abwegig gewesen für Sie, vorstellbar gewesen, in dem Bereich zu bleiben. Ja, aber sozusagen, das wird Sie jetzt überraschen, ich bin seit 30 Jahren mit Drogenpolitik beschäftigt. In meinem Jurastudium musste man unter anderem einen Seminarschein machen. Das war 1992 und das habe ich damals schon über Drogenpolitik den Seminarschein gemacht. Thema 31 und 35 BTMG war damals für mich als Jurastudent schon als Thema, da habe ich den Seminarschein schon drüber gemacht. Seitdem bin ich eigentlich mit Drogenpolitik beschäftigt. Natürlich nicht ahnend, dass ich 25 Jahre später mal im Bundestag dafür zuständig bin. Aber beschäftigt hat mich das Thema tatsächlich seit 1992. Als Anwalt vielleicht auch der eine oder andere Berührungspunkt? Nee, nicht direkt. Ich bin Vertreter fast nur Zahnärzte. Aber nicht dann, wenn sie ein Drogenproblem haben, sondern mit ihrer normalen Behandlung. Okay, naja, der ist ja eigentlich komisch, wenn ein Zahnarzt mit Drogenproblemen dann nicht zu Ihnen kommen kann. Doch, könnte er schon, aber es war bisher keiner. Ja. Also vielleicht hatten die eins, aber deswegen hatten sie mich nicht mandatiert. Wir haben jetzt noch relativ viel Zuschauer da. Traditionell gucken ja viele Videos nicht zu Ende. Deswegen mache ich hier ausnahmsweise das mal anders als sonst. Die Frage, die man sonst eigentlich immer am Ende stellt, was ist Ihre Message an die Zuschauer, kurz zusammengefasst, was wollen Sie unbedingt loswerden, was die Leute jetzt noch hören sollen? Ja, also die FDP nimmt die Menschen so, wie sie sind. Wir wissen nun mal, es gibt keine menschliche Gesellschaft seit der Steinzeit, wo nicht irgendwelche Süchte bestanden. Also zu meinen, wir können Süchte durch Verbote verhindern, damit kommen wir nicht weiter. Was wir wollen, eine vernünftige Drogenpolitik gemacht wird, die einmal darauf zielt, dass die Folgen so gering wie möglich werden und dass umgekehrt auch eine gute Präventionspolitik gemacht wird. Das ist unser Credo und das gilt nicht nur für Cannabis, auch für viele andere Dinge. Ja, wunderbar. Kurz und knackig. Wenn wir jetzt mal näher in die Drogenpolitik einsteigen. FDP, Programm, was sind die Kernpunkte, was sind die Forderungen der FDP in Sachen Drogenpolitik, speziell Cannabis natürlich, aber auch gerne auch allgemein? Also im Wahlprogramm haben wir einen Abschnitt drin zum Thema Cannabis und da steht sinngemäß drin, das, was wir auch neulich im Bundestag beantragt haben, nämlich eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene, minimal anders formuliert. Da haben wir einen Antrag zu gemacht und das steht im Wahlprogramm wieder drin. Damit werden wir uns mit Sicherheit auch in Koalitionsverhandlungen, wenn wir sie denn zu führen haben, auch dafür einsetzen. Also wirklich Cannabis-Legalisierung ist so der wesentliche Knackpunkt der Drogenpolitik der FDP. Es gab ja Diskussionen an anderen Stellen. Ne? Also zum Beispiel auf dem Parteitag ging es ja auch um die Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten, ist dann nach einem Riesen hin und her irgendwie dann am Ende nicht drin gestanden. Wir haben jetzt auch Antworten auf unsere Wahlprüfscheine bekommen. Viel Skepsis beim Thema Drug-Checking. Eigenanbau genauso, ja, beides soll höchstens mal geprüft werden, aber wird auf jeden Fall nicht wirklich gefordert in dem Sinne. Sehen Sie das auch so? Finden Sie das richtig oder würden Sie da persönlich weitergehen? Also ich wollte mich am Bundesparteitag zu Wort melden, zu diesem Abschnitt und war natürlich auch vor dem Computer, es war ein Online-Parteitag und da hat peinlich genug für die FDP die Maschine ein bisschen gestreut. Ich kam da also nicht rein. Also um Ihre Frage zu beantworten, Drug-Checking bin ich sehr dafür, wenn es seriös gemacht wird. Also das Drug-Checking im Labor bin ich sehr dafür, dass man das macht. Ich habe nach wie vor Bedenken, sozusagen diesen Drug-Checking-Schnelltest zu machen. Das könnte eine Sicherheit versprechen, die wirklich halt gar nicht da ist, weil Tests können ja immer nur das testen, was man testet, wie beim Doping. Also es gibt keinen generellen Doping-Test, sondern nur nach bestimmten Doping-Substanzen oder Verfahren. Hier ist es genauso. Also was man auch mit einem Schnelltest machen könnte, und das wäre auch gut, dass man zum Beispiel den THC-Gehalt
prüft. Denn wenn Sie im Schwarzmarkt kaufen, wissen Sie gar nicht, kriegen viel THC oder wenig THC. Und das will ein seriöser oder ein vernünftiger Drogenkonsument natürlich wissen. Aber generell so die Freigabe, auch der Schnelltest, bin ich noch skeptisch. Was wir sofort machen sollten, steht nicht im Wahlprogramm, ist meine Meinung, würde ich gerne auch dann noch außerparlamentarisch noch unterstützen, dass das BTMG insofern ändern, dass die Menschen, die den Drugcheck anbieten, sich nicht noch strafbar machen. Also das muss dringend geändert werden im BTMG. Das kann nicht sein, dass Menschen, die anderen helfen wollen, auch gar keinen eigenen Vorteil davon haben und sei es nur staatliche Beamte, dass die auch noch Strafbarkeit riskieren. Das sollten wir sehr schnell nach der Bundestagswahl ändern. Vielleicht noch mal kurz zum Thema Eigenanbau. Die FDP hat ja da einen sehr wirtschaftlichen Ansatz, passend eben auch zum Profil der FDP, ne, zu sagen, okay, Fokus auf die Arbeitsplätze, die da entstehen können, die Steuereinnahmen, die kommen können und so, finde ich vollkommen richtig. Jetzt aber gleichzeitig diese Position beim Eigenanbau, wo es dann heißt, nee, Eigenanbau wollen wir eigentlich nicht wirklich. Ist der Grund dafür die Maximierung dieses wirtschaftlichen Aspekts, damit wirklich jedes Gramm irgendwie auch irgendwo gekauft wird und irgendwo Arbeitsplätze unterstützt und so? Oder was ist der Grund dafür? Das wird uns unterstellt, das nicht so. Also meine Sorge ist, also ich bin gar nicht so grundsätzlich dagegen. Ich habe mal gesagt, lass uns mal in Ruhe angucken. Also beim Eigenabbau, wenn da die Qualität auch gesichert ist, also Stichwort, ich kenne den THC-Gehalt und ich kenne welche Beimengen und am besten gar keine sind dabei, dann habe ich gar kein Problem mit Eigenanbau. Achso, und der Punkt, ich möchte nicht, dass der Eigenanbau dazu führt, dass jetzt hier einer so seine persönliche Plantage anrichtet, nicht nur für sich selber, sondern auch nach großen Verkaufsstadt. Da wäre ich dagegen. Aber wenn es sozusagen für den Eigenanbau bei gesicherter Qualität, hätte ich persönlich kein Problem mit Eigenanbau. Aber da gibt es keine Beschlusslage der FDP bisher dazu. Vielleicht an der Stelle für euch da draußen nochmal der Hinweis auf unsere schriftliche Wahlanalyse, wo wir die Programme der Parteien analysiert haben, die Tätigkeiten im Parlament der letzten Jahre und das alles zusammengefasst haben, eben auch die Unterschiede rausgearbeitet haben, zum Beispiel Drugchecking, Eigenbau, Anbau und so weiter, könnt ihr alles nochmal auf unserer Seite auch nachlesen. Was die anderen Themen angeht, über Drogenpolitik hinaus, da könnt ihr euch nochmal anschauen, die Gesamtrunde mit allen drogenpolitischen Sprechern, wo jeder nochmal für seine Partei so insgesamt geworben hat. Und wir verweisen auch auf den Wahlomat. Ja, natürlich ist Drogenpolitik nicht das Einzige, warum man irgendwen irgendwas wählt. Guckt euch nach den anderen Themen auch um. Das sei auch hier noch erwähnt. Herr Schinburg, wenn Sie jetzt diese 4 Jahre hinter sich haben und ja schon seit auch so wie ich ja seit Jahrzehnten an der Drogenpolitik dran sind und das Verbot für unsinnig halten, jetzt waren Sie mal 4 Jahre im Bundestag und konnten da mal richtig irgendwie loslegen. Und jetzt genauso wie vorher, ja, hat sich überhaupt nichts verändert. Die Jagd auf die Konsumenten nimmt zu noch jedes Jahr mehr Strafverfahren von Rekord zu Rekord. Finden Sie das frustrierend und was sagen Sie anderen Legalizern, die seit Jahrzehnten da unterwegs sind und vielleicht vor 20 Jahren schon auf der Hanfparade waren und jetzt sagen so, nee, bringt alles nichts, wird nie legalisiert und dann ist alles Mist. Also ich verweise mal auf Max Weber, der sagt, der Politik ist das Bohren dicker Bretter. Ich habe generell natürlich zunächst mal ein Problem. Ich war, wie gesagt, über 30 Jahre als Zahnarzt tätig, da ist es, haben Sie sehr schnell Erfolg. Also da kommt der Patient mit einem kaputten Zahn, ich bohre und in 99% der Fälle geht er ohne Schmerzen wieder weg und mit einem schönen reparierten Zahn. Das ist eine sehr schnell kriegen Sie Erfolg. In der Politik ist das extreme Gegenteil. Wir reden nicht über kleine Details wie Zähne, sondern über eine Riesengeschichte. Nicht nur Cannabis, auch generell über Weltfrieden als Mögliche. Aber es dauert endlos lange. Ja, ich bin einer von 709 Abgeordneten im Bundestag und einer von 80 in der FDP. Sie müssen extrem viel Konditionen mitbringen. Vordergründig betrachtet, was jetzt Cannabis in dieser Wahlperiode angeht, haben Sie natürlich recht. Es hat sich nichts verbessert, wenn man streng genug guckt, sogar etwas verschlechtert. Ich glaube aber, wir haben trotzdem sehr viel am Klima gearbeitet. Also ich glaube, es besteht jetzt die Chance, dass wir in der nächsten Wahlperiode, also nach der bald kommenden Bundestagswahl, andere Mehrheiten kriegen. Das heißt, streng genommen gibt es die Mehrheiten ja jetzt schon. Wenn Sie alle Abgeordneten, glaube ich, frei abstimmen dürften, könnte ich mir vorstellen, mindestens Modellprojekte würde es jetzt schon geben. Sie dürfen nicht frei abstimmen. Sie wissen, die SPD-Modellprojekte würden Sie mitmachen. Als unsere Pferdner diesen Antrag gestellt, Modellprojekte, um den Konservativen eine Brücke zu bauen. Wir sind schon längst überzeugt, wir brauchen für uns keine Modellprojekte. Wir wollten aber eine Brücke bauen nach dem Motto, dann macht er, wenn er es nicht einführen wollte, dann macht er mehr Modellprojekte. Und da hat der Herr Heidenmuth von der SPD ausdrücklich gesagt, wir finden den FDP-Antrag richtig. Der ist bei uns eindeutig mehr als fähig, aber aus Koalitionsräson machen wir nicht mit.
So, und ich glaube, dass da einiges passiert ist, ein bisschen durch unsere Arbeit, auch durch die weltweite Entwicklung. Sie wissen ja genauso gut wie ich, in wie vielen Ländern, auch in wie vielen US-Bundesstaaten, wo auch immer schon eine Entwicklung war. Und ich habe eine Erfahrung schon gemacht, auf die Dauer kann man nicht gegen die Realität anregieren. Eine Zeit lang geht das, ja, aber die Mauer ist auch eingestürzt, trotz Roter Armee, trotz Stasi. Die Freiheit ist für mich die stärkste Kraft der Welt. Und es dauert manchmal Jahre, vielleicht so Jahrzehnte lang, aber irgendwann kommen wir dazu. Und ich persönlich bin optimistisch, dass wir schon in der nächsten Wahlperiode einen Erfolg erzielt wird. Ich würde ihn gern mitgestalten, das werde ich wohl wahrscheinlich nicht dürfen, vielleicht ein bisschen hinter den Kulissen, aber ich bin sehr optimistisch. Also kurz zu Sie fragen, was sage ich den Langzeitkämpfern? Sagt, haltet noch ein bisschen durch, es wird nicht mehr so, nicht mehr 20 Jahre dauern. Mhm. Ich hoffe, in den nächsten 2 oder 4 Jahren wird es soweit sein. Bevor ich da noch mal ein bisschen konkreter nachfrage, wie sieht es denn aus mit der Rolle des Deutschen Handverbands? Also, Sie haben uns ja offensichtlich irgendwie wahrgenommen, sonst würden Sie nicht hier sitzen. Na, also, wie wichtig ist so insgesamt die Rolle der Zivilgesellschaft? Und vielleicht, wie haben Sie den Handverband wahrgenommen in der Zeit? Haben Sie vielleicht noch irgendwelche Tipps sozusagen, was vielleicht nochmal zusätzlich irgendwie was bringen würde oder so? Also ich glaube, das kann nicht nach Schleimerei klingen, ich glaube, dass Sie als Person, auch der Handverband, eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Also ich merke, ich komme immer noch nicht nur als hanseatischer Anwalt mit Anzug und Krawatte. Neulich bei der Handparade bin ich auch bewusst, war nicht mit Krawatte, aber im Anzug gekommen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man eben nicht sagt, das sind nur irgendwelche Spinner und Kiffer, die sich für dieses Thema einsetzen, sondern ganz seriöse Menschen, die also seriös rational durchdacht haben, was ist sinnvoll und nicht sinnvoll. Das mache ich, das haben Sie auch immer gemacht, das fand ich mal sehr positiv. Auch der Handverband sagt ja nicht, jetzt kiffen wir ohne Rücksicht auf Verluste, sondern Sie sagen zum Beispiel auch, wer kifft, darf nicht Auto fahren. Wohl, Sie kennen die Autofahrergeschichte, aber die nächsten Stunden, da haben Sie sehr seriös und sehr aufgetreten. Das empfehle ich sehr. Also ich würde nie Menschen losschicken, sich für eine kontrollierte Abgabe einsetzen, die dann so ein bisschen so verwahrlost aussehen. Das hat der Deutsche Handverband immer sehr seriös gemacht und das ist ein ganz wichtige Sache. Politik setzt ja in der Demokratie letztlich nur das um, was in der Bevölkerung irgendwann mal mehrheitsfähig ist. Nicht sofort, das dauert Jahre. Und da trägt die Zivilgesellschaft einen ganz großen Beitrag dazu bei. Und Sie und andere machen das, finde ich, sehr gut. So als wir keine Schleimerei kennen. Ich würde Ihnen auch locker sagen, was alles Mist ist, wenn Sie Mist machen. Ja, aber das ist wirklich sehr hilfreich. Als wir uns das erste Mal vor 3,5 Jahren ungefähr bei mir im Büro trafen, dachte ich mir, wer kommt denn jetzt oder so? Wedelt er mit so einer Handpflanze? Nein, tat er nicht. War auch sicher am Anfang nicht einfach. Sie kamen ja rein und dann merkt ihr, ach guck mal, das ist einer von der FDP, diese Kapitalistenpartei. Das war auch nicht von für ihn nicht einfach, aber dann haben wir uns ein bisschen zusammengerauft. Das Zusammenwirken von Politikern und Zivilgesellschaft, das kann zusammen den Erfolg bringen. Und da trage ich was zu bei und da tragen Sie auch eine ganz wichtige Rolle dazu bei. Ja, vielen Dank dafür. Tatsächlich, Sie tragen dazu bei, oder wollte ich gerade auch ansetzen. Ne? Wir haben dafür als Verband beigetragen, aber eben auch Zivilgesellschaft ist ja immer auch jeder Einzelne. Ne? Da sind wir ja jetzt auch dran. Leute, sprecht zu Hause eure Direktkandidaten an vor Ort, von denen Sie ja jetzt auch einer sind und so. Vielleicht an euch da draußen auch nochmal, ja, jede einzelne Stimme zählt. Geht auf unsere Seite, BTW21, Zeit für Legalisierung. Da findet ihr mit eurer Postleitzahl euren Direktkandidaten und könnt die direkt anschreiben, ihr seht die Kontaktdaten in den sozialen Medien, E-Mail-Adresse und so weiter. Jede Stimme zählt an der Stelle. Richtig? Ja, auf jeden Fall. Gut. Konkret nochmal Ihre Vision. Ja, Sie haben eben schon gesagt, ja, Legalisierung wird kommen. Ist eigentlich, habe ich auch immer gesagt, ja, das ist zu unsinnig, um sich ewig zu halten. Ja, zu unvernünftig, ja, zu irrational. Aber jetzt wollen natürlich Leute natürlich konkreter wissen, was los ist. Und wir wollen jetzt auch jetzt Legalisierung haben. Ne? Zeit für Legalisierung ist unser Motto im Moment. Wir wollen nicht mehr warten und so. Jetzt haben wir Wahlen vor uns. Die Umfragewerte verschieben sich gerade dramatisch. Ja? Was würden Sie sagen, welche Koalition ist die beste für Legalisierung? Oh, das kann ich später sagen. Ich glaube eigentlich alle Koalitionen, wo wir dabei sind, und die das ist immer gut für Deutschland, ja. Also ich glaube auch die Grünen, wir sind ja nicht deckungsgleich in der Meinung mit den Grünen, aber doch große Schnittmengen, sagen wir mal, mit den Grünen. Ich habe es mal auf die Formel gebracht, also nach der Wahl sollen es Kirsten Kappert-Gonter und ich uns mal einen Abend zusammensetzen, nach 3-4 Stunden haben wir was Gemeinsames, damit gehen wir dann zu Pilsinger, ja, und müssen den noch gemeinsam überzeugen. Glaube, dass das geht. Und ja, ich bin optimistisch. Wir hatten ja gehört bei dieser gemeinsamen Diskussion, dass die Kollegen von der Grünen, von den Grünen und von der Linkspartei nicht so optimistisch waren. Ich bin da optimistisch. Vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, da gibt es gute Chance.
Gut, ich höre da jetzt mal raus, Linkspartei muss jetzt nicht unbedingt mit im Boot sein, wahrscheinlich aus anderen Gründen als Drogenpolitik, ne? Ja, also mit den Linken würden wir mit sicher, das kann ich ganz sicher sagen, mit der AfD und Linkspartei gibt es bei uns keine Zusammenarbeit. Ne? Gut, also müsste dann auf FDP, Grüne und dann wahlweise CDU oder SPD als zusätzlicher Partner noch dabei, egal wer, den werden sie dann schon überzeugen und dann wird legalisiert. Wahrscheinlich, ja. Es wird natürlich ein Deal sein, nicht? Also die CDU und ich müssen ehrlich sein, auch Teile der SPD, jetzt höre ich komme aus Hamburg und die Hamburger SPD, ich habe genau die gleichen Anträge, die Sie aus dem Bundestag kennen, hatten wir schon in der Bürgerschaft eingebaut, auch ich selber federführend. Es wurde abgebügelt, ja, von der Hamburger SPD. Die Hamburger SPD ist sicher keine SPD, die vorne weggeht, wenn es um kontrollierte Abgabe von Cannabis geht. Ist ja sehr, sehr konservativ. Andere Landesverbände sind anders. Also auch die SPD ist da durchaus nicht hundertprozentig überzeugt. Aber schauen wir einfach mal. Ich kenne Herrn Scholz ja auch aus Hamburg ganz gut. Ich habe ja viel mit ihm zu tun gehabt. Mal gespannt, was rausgeht. Ich persönlich glaube immer noch, dass Herr Laschet unser nächster Bundeskanzler wird. Und nicht Herr Scholz, auch nicht Frau Baerbock, aber das haben wir beide nicht zu entscheiden. Das entscheiden, weiß ich nicht, 60 Millionen Wähler ungefähr. Und es ist in der Tat, wie Sie richtig sagen, eine große Dynamik da drin. Also ich bin auch überrascht. Ich hatte auch eine andere Entwicklung erwartet. Also schwarz-grüne Mehrheit ist, glaube ich, futsch. Ich glaube, die kommt nicht mehr zustande. Und dann kommen wir halt ins Spiel. Mal gucken, was passiert. Gut, vielen Dank bis hierhin. Wir beide sind zuversichtlich, dass wir einen großen Schritt in der Cannabis-Politik sehen werden im September. Schaut euch die anderen Videos an. Insbesondere die Diskussionsrunde mit den anderen Politikern, die Wahlanalyse. Und an der Stelle verabschieden wir uns hier. Schön, dass ihr noch dabei geblieben seid bis zum Ende. Und die nächsten Videos werden dann auch noch kommen zum Weitergucken. Bis dahin, tschüss. Tschüss.